Alibaba kennt jeder und viele fragen sich, wie es mit der Aktie jetzt weitergeht. Das bespreche ich heute kurz. Ich stelle aber auch zwei weitere Aktien vor, Tochtergesellschaften von Alibaba, die von Alibabas Finanzkraft profitieren und auch von der riesigen Kundenbasis und Infrastruktur. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen und herzlichen Dank für die vielen, vielen positiven Kommentare unter meinem letzten Video. Obwohl ich ja über eine Dokumentation von Arte hergezogen habe und obwohl ich die Spekulation mit Nahrungsmitteln verteidigt habe. Sowas sorgt normalerweise immer für scharfen Protest, aber nicht hier. Hier sorgt das für Zustimmung. Und zwar so viel Zustimmung, dass es mir fast schon ein bisschen unheimlich war. Es war mir selber unheimlich. Der Arte-Beitrag, über den ich mich so aufgeregt habe, der ist inzwischen verschwunden. Sowohl auf YouTube wie auch in der Mediathek. Schaut auf mein Werk, ihr Mächtigen, und verzweifelt. Aber er ist leider nicht zurückgezogen worden, weil meine Argumente so gut gewesen sind gegen diese Dokumentation, sondern anscheinend war das schon vorher angekündigt. Er wird jetzt nochmal im Fernsehen gezeigt, am Freitag jetzt um 9:40 Uhr Vormittag. Das ist zum Glück Bügelfernsehenzeit. Da ist der geistig-moralische Schaden, den die Dokumentation anrichten kann, hoffentlich gering. Revolte gegen das gemeine Finanzsystem, schön und gut, aber nicht, wenn noch 5 Stapel Bügelwäsche da liegen. Heute geht es um was anderes. Ich werde heute ein kurzes Update zur Alibaba Group machen und dann stelle ich noch zwei eher unbekannte Aktien vor, wo die Unternehmen auch von Alibaba kontrolliert werden. Und dann am Schluss werde ich noch berichten, wie mein Konflikt mit Lars Erichsen ausgegangen ist. Lars Erichsen, ein erfolgreicher Kollege hier auf YouTube, den ich ja bezichtigt habe, er würde mit Mafia-Methoden gegen mich vorgehen, ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema. Mein letztes Video zur Alibaba habe ich gemacht im Dezember. Es haben einige Zuschauer geschrieben, dann ich hätte dazu längst ein Update machen müssen. Ich verstehe das auch. Man hätte die letzten Wochen jeden Tag ein Update zu Alibaba hier machen können. Ist aber leider nicht der Anspruch des Kanals, weil es ja tausende andere Themen auch gibt, die natürlich auch interessant sind. Und außerdem muss ich leider auch mal sagen, ich kann auch nicht jeden Themenvorschlag, den Sie machen, umsetzen, leider, obwohl viele davon auch sehr gut sind. Glücklicherweise gibt es aber nicht nur den Zukunftsmärkte-Kanal, es gibt auch unsere Zukunftsmärkte-Reports. Auch die sind gratis für Sie und Sie kriegen da weitere Infos, Hintergrundberichte und auch Aktienanalysen. Morgen zum Beispiel ein neuer Report mit China-Aktien, die jetzt noch günstig sind und hohe Dividendenrenditen haben. Also mal was anderes, nicht immer nur chinesische Technologieaktien. Und für die Reports müssen Sie sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und der Report für die China-Aktien, der geht morgen raus. Also gleich anmelden, wenn Sie es noch nicht getan haben. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Alibaba. Alles hochdramatisch gewesen. Beim letzten Mal haben wir ja gehört, wie das IPO der Ant Group geplatzt ist und warum es auch geplatzt ist. Dann ist der Gründer Jack Ma plötzlich verschwunden oder vermeintlich verschwunden, ist inzwischen wieder aufgetaucht. Dann gab es in China neue Regularien für den Internetsektor, ist aber jetzt weniger dramatisch, als es in der Presse teilweise dargestellt worden ist. Und dann sind ja auch noch die Zahlen gekommen. Wenn man sich jetzt die Aktie so anschaut, dann ist da gar nicht so viel passiert, so wie ich das eigentlich schon vermutet habe damals. Wir haben hier nochmal die ADRs auf 2 Jahre. Also Aktie war die letzten Dezemberwochen dann nochmal schwach. Inzwischen hat sie sich wieder ein bisschen erholt. Die Zahlen vom letzten Quartal waren hervorragend.
Umsatzwachstum zum Vorjahr um 37%, nochmal Nettogewinn bereinigt um Sondereffekte um 27% gestiegen. Im Cloud-Geschäft ist der Umsatz sogar um 50% gestiegen und dieser Bereich hat auch erstmal schwarze Zahlen geschrieben. Und das Problem mit der Endgroup, meiner Meinung nach ist es im Kurs jetzt drin, würde ich sagen. Die Anleger sind zwar noch vorsichtig, also die Aktie hat jetzt nicht die Dynamik, die andere Technologieaktien gehabt haben in den letzten Wochen oder Monaten. Sie ist jetzt aber auch nicht mehr besonders teuer mit dem KGV von 26 aufs laufende Jahr. Alibaba hat immer noch einen riesen Marktanteil im E-Commerce-Bereich in China von über 50%. Und was man immer gern unterschätzt, das ist die ganze Infrastruktur im Logistikbereich zum Beispiel. Dann die neuen Geschäftsfelder und die Beteiligungen an vielen, vielen anderen Plattformen, die Alibaba ja hochziehen kann die nächsten Jahre. Und damit sind wir schon bei zwei anderen Aktien aus dem Alibaba-Dunstkreis, nämlich Alibaba Health Information Technology und Alibaba Pictures. Das erste ist eine Gesundheitsplattform, das zweite ist der Kino- und Filmbereich. Ich fange an mit Alibaba Health Information Technology, im Folgenden genannt Ali Health. Börsennotiert in Hongkong, ist aber auch in Deutschland handelbar. Das ist der 5-Jahres-Chart in Hongkong-Dollar. Die Aktie hat sich, wie man hier sieht, wunderbar entwickelt. Und Sie sehen schon, das ist jetzt mal ein Zugeständnis von mir an die Zuschauer, die brandheiße Aktien haben wollen. Aktien, die absolut angesagt sind, die immer weiter steigen zurzeit, egal was kommt. Die ursprüngliche Idee war, man macht eine Gesundheitsplattform, eine Plattform, die so gut wie alles im Gesundheitsbereich abdeckt, was sich irgendwie digitalisieren lässt. Was ja ein großer Trend ist auch. Information natürlich erstmal, also ein Informationsportal zu allen möglichen Gesundheitsthemen. Dann Telemedizin, also Arzttermin und Beratungsgespräch online, Diagnose über Internet, aber auch Verarbeitung von medizinischen Daten zum Beispiel, sodass man Krankheitsverläufe beobachten kann, auswerten kann auch, dass man auch Studien durchführen kann und dass auch Ärzte, Krankenhäuser, Pharmafirmen ihre Prozesse verbessern können mit künstlicher Intelligenz. Also das volle Programm kann man sagen, die eine große Plattform für den chinesischen Gesundheitssektor. Lief alles ganz gut an, hat aber erstmal irre viel Geld gekostet, natürlich auch und nicht viel eingebracht. Der Durchbruch ist dann gekommen 2018. Da hat die Alibaba Group, der Mutterkonzern, ihr ganzes E-Commerce-Geschäft im Gesundheitsbereich, also Medikamente, Drogerien, Medizintechnik, medizinische Dienste und so weiter, eingebracht bei Ali Health. Gegen neue Aktien allerdings. Also das haben sie nicht umsonst bekommen. Aber seitdem geht was. Seitdem macht Ali Health ordentlich Umsatz. Wir haben hier also jetzt eine große medizinische Plattform mit 1000 Möglichkeiten. Die Anleger sehen das Ganze aber erstmal vor allem ja als Internetapotheke, denn das bringt zurzeit das Geld. Im abgelaufenen Halbjahr bis September ist ein Gewinn erwirtschaftet worden von 283 Millionen RMB oder umgerechnet ungefähr 36 Millionen Dollar. Im Vorjahr war es noch ein Verlust von 1,1 Millionen RMB und der Umsatz ist gestiegen um 74% auf 7,2 Milliarden RMB, sind ungefähr 920 Millionen Euro. Viele Analysten sagen, das ist erst der Anfang, da ist noch viel Wachstumspotenzial da. Der Markt ist riesig, der Gesundheitssektor boomt in China, die Kaufkraft wächst, das Gesundheitsbewusstsein wächst, der Verkauf von Medikamenten wird auch gerade aus den Krankenhäusern ausgekoppelt, in die Apotheken verlagert. Insofern kann Ali Health noch stark wachsen. Und Ali Health hat außerdem Zugriff auf hunderte Millionen Kunden von Alibaba und auch auf die Infrastruktur von Alibaba. Auch wichtig, vor allem bei der Logistik, bei der schnellen Auslieferung. Aber es gibt auch Konkurrenz. JD Health zum Beispiel, WeDoctor von Tencent, dann PA Good Doctor vom Versicherungskonzern Ping An.
Und was man ja gesehen hat oder sich denken kann beim Chart, die Aktie ist jetzt eben auch nicht mehr billig. Wir haben jetzt umgerechnet einen Börsenwert von ungefähr 40 Milliarden Euro. Da ist also schon sehr viel von der künftigen Größe oder von der erhofften künftigen Größe vorweggenommen in diesem Börsenwert. Was macht man mit so einer Aktie? Es ist eine typische Wachstumsaktie mit einem starken Momentum zurzeit. Das macht sie sicherlich für viele interessant. Es ist auch Potenzial da, aber es hängt natürlich da viel ab vom Marktsentiment auch. Das muss man einfach wissen. Es kann also die nächsten Jahre auch starke Schwankungen geben. So oder so, Ali Health ist eine heiße Kiste. Bei Ali Pictures ist es eigentlich genau umgekehrt. Auch hier haben wir wieder den 5-Jahres-Chart. Da waren die Anleger zurückhaltend. Die Aktie ist gemieden worden, gerade auch wieder die letzten 2 Jahre. Und von ihrem Hoch, dem Zwischenhoch 2019, da hat sie sich fast schon wieder halbiert. Das einzige Positive an dem Chart ist eigentlich, dass wir jetzt eine Art Unterstützung haben im Bereich zwischen 80 Cent und einem Hongkong-Dollar. Und der Börsenwert ist jetzt auch nicht mehr besonders hoch. Da sind wir jetzt ungefähr wieder bei 3 Milliarden Euro umgerechnet. Das ist jetzt nicht mehr die Welt. Bei Ali Picture geht es jetzt nicht mehr so um Streaming oder digitale Medien, sondern es geht auch wirklich um große, teure Filmproduktionen. Das ganz große Kino sozusagen. China ist der größte Kinomarkt der Welt inzwischen. Es hat auch eine eigene große Filmindustrie mittlerweile. Und Ali Pictures ist davon ein wichtiger Teil. Der eine wichtige Bereich ist Tao Piao Piao. Das ist eine der 2 großen Kinotickets, Buchungsplattformen in China. Und der zweite wichtige Bereich, wie gesagt, die Filmproduktion. Da hat sich Ali Pictures unter anderem beteiligt an Amblin von Steven Spielberg. Hat auch schon ein paar Großproduktionen mitfinanziert, als zum Beispiel Mission Impossible 6 oder Star Trek Beyond. Oder Die 800, das ist ein chinesischer Monumentalfilm, war letztes Jahr der erfolgreichste Film in China. Das Problem ist, Ali Pictures ist defizitär, seit Jahren. Kinofilme sind teuer, man liegt auch gern mal daneben bei solchen großen Produktionen. Und abgesehen davon, 2020 war für die Kinobranche ein furchtbares Jahr wegen Covid-19, auch in China. Im ersten Halbjahr waren die Kinos fast komplett dicht und haben erst dann im Juli wieder eingeschränkt öffnen dürfen. Inzwischen läuft es wohl wieder ganz gut. Also jetzt in der Neujahrswoche, sagt man, Neujahrswoche in China, da sei der Kinoumsatz wieder gestiegen aufs Rekordniveau aus dem Jahr 2019 oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ali Pictures hat angekündigt, man will nicht mehr so sehr Co-Produzent sein in Zukunft, sondern man will mehr Filme komplett produzieren und da auch die künstlerische Leitung haben. Das große Vorbild ist Disney, also hohe Investitionen in die eigenen Inhalte, dafür dann aber auch volle Kontrolle über die komplette Verwertungskette, also vom Kino über das Streaminggeschäft bis hin zum Merchandising und solchen Sachen. Der Markt sieht das skeptisch momentan noch, weil, wie gesagt, Filmgeschäft ist nicht ganz einfach, Filme sind teuer und Ali Pictures hat da eben auch schon Lehrgeld bezahlt. Kann das Ganze noch was werden? Ich glaube, es ist nicht unmöglich, weil wie gesagt, das Kinogeschäft, es springt wieder an und es wächst auch grundsätzlich in China. Also es ist nicht so wie bei uns, wo man ja befürchtet, Streaming wird Kino an die Wand drängen. Und Ali Pictures profitiert natürlich auch von Alibaba und von Alibabas Reichweite. Es gibt jetzt auch gerade wieder eine neue Kooperation mit UQ, das ist ja so ein bisschen das chinesische YouTube, zur gemeinsamen Produktion und zum Vertrieb von Filmen. Und Ali Pictures wird nicht untergehen, da ist Alibaba schon dahinter. Es wäre nur schön, wenn sie jetzt auch irgendwann mal endlich schwarze Zahlen schreiben würden. Das kann durchaus kommen, dieses Jahr vielleicht, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Das Kinogeschäft läuft immerhin ja wieder, aber bis das kommt, ist die Aktie natürlich spekulativ. Wie gesagt, der Markt ist noch sehr zurückhaltend, die Bewertung ist nicht besonders hoch, die Aktie könnte anspringen, früher oder später. Dafür braucht man jetzt halt ein paar gute Nachrichten.
Ich könnte mir vorstellen, wenn man die Story jetzt interessant findet oder wenn man an die Story glaubt, dass man da vielleicht momentan erstmal eine kleine Position sich einkauft, die auch entsprechend absichert mit Stops und dann abwartet, wie das weiter sich entwickelt. Aber theoretisch, das Potenzial wäre hier da. So viel dazu. Sie sehen schon, beide Aktien sind schon interessant, beide Aktien sind aber natürlich auch spekulativ. Es geht mit China-Aktien, wie gesagt, auch deutlich konservativer, zum Beispiel eben mit unseren dividendenstarken China-Aktien, die wir Ihnen morgen vorstellen im neuen Zukunftsmärkte-Report. Um das nochmal gesagt zu haben, jetzt tragen Sie sich einfach ein, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Und jetzt nochmal zu meinem Kollegen Lars Erichsen. Ich habe ihm ja mitgeteilt, wie es war, wie er mich hier bedroht hat, wie er gegen mich vorgehen wollte, wie er seine Mafia-Freunde auf mich gehetzt hat vor laufender Kamera. Ich kann heute sagen, glücklicherweise, es hat sich eingerenkt. Es ist alles wieder gut, das Thema ist vom Tisch und er hat mir sogar zur Versöhnung eine Schachtel Pralinen geschickt. Hier, ja, gut, die war, weiß jetzt auch nicht, was er damit sagen will, aber wie auch immer, der Lars so oder so, er ist eben doch ein feiner Kerl und ich schaue da auch gleich mal rein. Warum hat das denn jetzt so zugeklebt? Ja, wie auch immer, also Ihnen schon mal alles Gute und man kann nur sagen, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Scheiße!